Diese Spritze hier hinter mir gilt als echte Wunderwaffe im Kampf gegen die Kilos. Ein Piekser genügt und die Kilos purzeln. Der Wirkstoff zügelt den Appetit und wirkt sättigend. Hollywood-Stars schwören darauf. Kein Wunder, die Spritze zählt derzeit zu den gefragtesten Medikamenten weltweit. Doch eigentlich wurde das Medikament für Diabetiker entwickelt. Aufgrund der riesigen Nachfrage kommen die Hersteller aber mit der Produktion nicht mehr hinterher. Und so warten Diabetespatienten oft Monate vergebens auf ihr wichtiges Medikament. Frühstückszeit bei Rudolf Walland und seiner Frau Caroline. Doch jedes Mal, bevor es an die Mahlzeit geht, muss der Zugbegleiter seinen Blutzuckerspiegel messen. Rudolf Walland ist einer von 800.000 Diabetes Typ 2 Patienten in Österreich. 147. Ja, das ist ein Unterschied. Für einen Diabetiker ist es grenzwertig, weil zwischen 90 und 100 sollte angeblich normal sein. Ich bin jetzt aber schon wieder wesentlich höher, aufgrund, dass ich die Spritzen nicht mehr kriege. Es geht nach oben. Der Grund? Seit Monaten ist seine Diabetes-Spritze Ozempic kaum in den Apotheken zu bekommen. Seit 3 Jahren ist er auf diese Medizin eingestellt. Sie fördert die Freisetzung von Insulin im Körper und senkt so den Blutzuckerspiegel. Gleichzeitig sorgt es für ein langanhaltendes Sättigungsgefühl. Der angenehme Nebeneffekt, man nimmt dadurch ab. Und es ist das Geheimnis hinter Hollywoods derzeitigem Schlankheitswahn. And yeah, if you're on Ozempic, just f***ing say you're on Ozempic. Who cares? Um die Spritzen tobt seit 2 Jahren ein regelrechter Hype. Tesla-Gründer Elon Musk, Stars wie Kelly Osbourne, Rebel Wilson und Influencer schwören auf den kleinen Peaks, der die Kilos purzeln lässt. Doch eben diese Spritzen enthalten die Wirkstoffe der Diabetes-Typ-2-Therapie. Für Rudolf Walland bedeutet der Hype, dass er seit Weihnachten nur noch ganz selten an sein Medikament kommt. Körperlich ist, dass ich nur mal kurzfristig arbeiten kann. Längere Phasen tue ich mir ziemlich schwer. Also ich brauche meine Pausen dazwischen. Kann man sagen, dass die Lebensqualität nachgelassen hat? Hat nachgelassen, weil wenn ich eine Pause mache, kann passieren, dass ich mich niederlege und dann kann passieren, dass ich eine Stunde nicht aus dem Bett oder vom Sofa hochkomme. In der Klagenfurter Diabetesambulanz ist jeder 5. Patient auf diese Spritzen eingestellt. Ja, also auf der einen Seite haben wir sehr viele Anrufe bekommen in der Zeit, wo die Patienten verzweifelt gesagt haben, was sollen sie machen? Und wir ehrlicherweise auch da keinen guten Rat wussten. Gibt es da auch Situationen von Verzweiflung bei den Patienten? Ja, das haben wir auch erlebt, ja, dass die wirklich ganz enttäuscht waren, dass die auch geweint haben, dass die gesagt haben, sie seien ein Teil ihres Lebens besteht jetzt darin, dass sie von Apotheke zu Apotheke laufen. Doch, und es ist auch bei uns Ärzten eine große Frustration entstanden. Rudolf Wallands Werte haben sich seit dem ungewollten Aussetzen der Spritze verschlechtert. In der Ambulanz hat man besonders seinen Langzeitzuckerwert im Blick. Der sollte im Normalfall zwischen 5 und 6% liegen. Ich sehe nämlich, der Langzeitwert ist angestiegen. Gell? Ah, ja. Der war das letzte Mal noch so um die 6 und jetzt sind wir heute bei 7,6. Das ist aber voll. Ich bin auf der Warteliste und bin auf der 16. Stelle, was ich früher gewogen angerufen habe. Okay. Wir können probieren, dass wir Ihnen eine Tablette geben, aber die hat nicht dieselbe Wirkung. Wir gehen schon davon aus, dass man in einigen Jahren diese Phase im Leben der Patienten sehen wird. Weil wir wissen, dass ja die jetzt hohen Zuckerwerte später einmal ihre Folgen haben können. Und wir gehen davon aus, dass eben die Komplikationen, die der Diabetes mit sich bringt, wie zum Beispiel, dass die Menschen an die Dialyse kommen. Das ist aber auch die Gefahr, dass Schlaganfall und Herzinfarkt steigt. Das ist einfach so, dass die ganzen Gefäßerkrankungen zunehmen. Es kann sein, dass die Leute schlechter sehen, dass der Augenhintergrund sich verschlechtert und dass es auch zu Durchblutungsstörungen in den Beinen kommt. Das fängt dann mit Geschwüren an, die offenen Stellen, die nicht heilen und geht dann bis zu, dass es zu Amputationen kommen kann. Heute hat es mir, dass der Wert so gestiegen ist, hat es mir ein bisschen überrascht, sondern eher sogar schockiert. Etwa 10% aller Diabetes 2 Patienten sind in Österreich auf diese Spritzen angewiesen. Sie sind nur für diese Erkrankungen zugelassen und rezeptpflichtig. Verschreiben kann sie praktisch jeder Arzt in Österreich. Ich könnte im Prinzip einen Arzt dazu bringen, zu sagen, ich möchte ein paar Kilo verlieren, schreiben Sie mir die Spritze auf.
Genau, das wäre möglich, ja. Wobei wir ja da wohl auf die Vorsorge oder Sorgfaltspflicht jedes Einzelnen appellieren. Trotzdem werden diese Diabetes Typ 2 Pens immer wieder als Abnehmspritzen missbraucht. Der Hype ist mittlerweile so groß, dass Kunden das Medikament im Internet bestellen und auf Fälschungen hereinfallen. Darum ist es ganz, ganz wichtig, dass man die Medikamente nur in Apotheken bezieht. Wir haben Arzneimittelsicherheitsgesetz, wo wir genau nachvollziehen können, von wo die Packung gekommen ist, wo sie zwischengelagert worden ist und wo sie abgegeben wird. Das sehr, sehr wichtig ist. Und dass man, auch wenn man im Moment nicht oder auf der Warteliste steht, keinen Onlinehandel bezieht. Er appelliert immer wieder an die Geduld der Patienten, auch wenn das Wartezeiten bis zu mehreren Monaten bedeuten kann. Auch Stammkunde Rudolf Walland muss er heute wieder auf die Warteliste setzen. Der klappert nun, wie viele seiner Leidensgenossen, andere Apotheken ab. Das Letzte. Sie haben heute Lieferung gekriegt und ich bin gekommen und habe das Letzte gekriegt. Jetzt haben sie noch länger wieder nichts. Die Nächsten haben Pech, weil sonst gibt es nirgends mehr. Viele andere Patienten müssen weiter warten, denn die Nachfrage steigt weiter und der Hype um die Abnehmspritzen nimmt nicht ab.